präsentiere mein erstes Bananenbrot. Ohne Fett und ohne Zucker. Es ist leider nicht so ganz aufgegangen. Wenn ihr die Form daneben seht, die war noch ein bisschen höher. Ja, jetzt lasse ich das abkühlen und bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Stoff eingezogen. Ein Teil habt ihr vielleicht auf Insta schon gesehen und ja, alles zeige ich euch jetzt. Und zwar ist eingezogen The Christmasaurus and the Nautilus. Das ist der dritte Band. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Christmasaurus weitergeht, weil da sind so süße kleine Illustrationen überall bei und ich liebe das. Es ist so schön. Ich weiß, den ersten Band gibt es auch auf Deutsch. Beim zweiten Band weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Dann ist der zweite Band von Territory von, oh meine Güte, Dark Blue oder Deep Blue Rising, weiß ich gerade nicht, eingezogen. Das ist ein Klimathriller. Jetzt will ich euch nicht spoilern, ich nehme das mal da weg. Genau, da geht es um Tabby. Und ja, eine Geheimorganisation und Machtspiele, Machtkämpfe und sehr spannend, sehr coole Thematik, richtig gut umgesetzt, tolle Charaktere, ich bin Fan. Ja, habt ihr gerade schon gesehen, Alice im Wunderland ist bei mir eingezogen zum, ich weiß gar nicht wievielten Mal, in der x-ten Version. Und zwar ist das ein Gewinn von einem Gewinnspiel bei Lisa Bücherparadies. Genau, und das ist auch wunderschön illustriert, wobei manche Szenen und Figuren finde ich ein bisschen scary. Aber so insgesamt ist das wirklich sehr, sehr schön. Genau. So, und dann habe ich ein Riesenpaket vom Splitter Verlag bekommen. Trotz allem Liebe. Ist eine Liebesgeschichte. Ich finde das übrigens süß. Das sollen zwei Regenschirme sein, aber die ergeben hier ein Herz. Ja, falls euch das nicht selber aufgefallen ist. Und genau, das sind Graphic Novels vom Splitter Verlag, die eingezogen sind. Und ja, das ist eine sehr kurze Inhaltsangabe. Reingelesen habe ich noch nicht, werde euch aber auf jeden Fall im Lesemonat berichten. Dann Die Kinder der Anderen. Das ist schon so ein bisschen düsterer. Auch so vom Stil her. Ich will natürlich nicht zu viel zeigen. Sonst das Ärger mit Urheberrecht und so. Genau, und das Ganze spielt in Madrid im Februar 1956 mit einer faschistischen Diktatur, die Medien kontrolliert und so weiter und so weiter und so weiter. Also es scheint irgendwie so eine Mischung aus Thriller und Dystopie zu sein, so ein bisschen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ist sehr vielversprechend. Ich hoffe, ich kriege das im Dezember noch gelesen. Das Schiff der verlorenen Kinder. Auch da einmal grob reinblättern. Auch so ein bisschen düster und gruselig, meines Erachtens nach. Und da geht es um zwei Brüder und die werden auf ihr Zimmer geschickt und plötzlich schlägt die Tür zu. Und ja, sie sind nicht mehr in dem Haus, sondern das Fenster verwandelt sich in ein Bullauge. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie sind sie dort hingekommen? Wie kommen sie da wieder weg? Und so weiter und so weiter. Und mein Highlight aus dem Paket, Sebastian Fitzek, der Augensammler. Absolut, okay, jetzt muss ich gucken. Ich habe das ja schon gelesen, nicht, dass ich spoiler. Genau. Er tötet deine Frau, er entführt dein Kind, er stellt dir ein Ultimatum.
Und erfüllst du es nicht, erweitert er seine grausige Sammlung. Ein Serienmörder. Der Serienmörder, den die Boulevardzeitung den Augensammler nennen, hält Berlin in Atem. Die blinde Physiotherapeutin Alina Grigoriev und der abgehalfterte Ex-Polizist Alexander Zorbach sind die einzigen, die eine brauchbare Fährte haben, und Zorbach steckt bereits tiefer in der Sache als im Liebes. Die meisten Fitzek-Fans werden das Werk kennen. Auch das ist tatsächlich eher düster, passt aber natürlich auch zum Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt im Dezember noch lesen. Zumindest ist so der Plan. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Hallo! Es ist Mittwoch. Ich habe eben meinen Booster gekriegt und bin gespannt. Die Kopfschmerzen sind schon da, aber ich hoffe, ich werde nicht wieder krank. Und ich möchte meinen Arm bitte benutzen. Und seht ihr das da hinten, diese Kästchen? Meine Chefin hat für unsere Abteilung einen Adventskalender gebastelt. Der klebt jetzt netterweise bei mir. Und jeder kriegt zwei Türchen. Das ist voll lieb. Bei uns freut sich mir mein Liebster, weil der Inhalt der Türchen ist leider nicht vegan. Aber allein der Gedanke, es ist großartig. Ja, die kleinen Freuden des Lebens.